Gut, dann will ich gleich dazu sagen, wie gesagt, wir haben hier zwei Projekte, die laufen länger und jetzt kommen hier immer mal Namen von Leuten, die nicht hier im Vortrag sitzen, die aber sozusagen im Verlauf der Jahre an diesen Projekten mitgearbeitet haben. Insbesondere möchte ich hier Gerhard Weiland erwähnen, der eigentlich so der Spiritus Rector dieser Projekte ist. Auch die Vision, die Altstadt, die zerstörte Altstadt von Nürnberg zu rekonstruieren, hier mit eingebracht hat. Und genau da sind wir schon beim Thema. Die Altstadt von Nürnberg war bis zum Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen konserviert von der frühen Neuzeit an, und war ein Beispiel wirklich für eine mittelalterliche Stadt, und ist dann weitgehend zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Und beim Wiederaufbau hat man auch, sagen wir mal, sehr pragmatisch die Stadträumlichkeit verändert, also Straßen verlegt, verbreitert, solche Dinge, sodass diese mittelalterliche Stadt im Grunde genommen verloren gegangen ist. Wir probieren jetzt anhand von 2D-Karten und 3D-Rekonstruktionen diese Altstadt irgendwie wieder auferstehen zu lassen. Wir haben im ersten Projekt Toporaz von 2015 bis 2018 eher so Konzepte entwickelt, einen Prototyp gebaut, nur von einem ganz kleinen Teil, nur vom Hauptmarkt der Stadt. Und jetzt in Transrats, das laufende Projekt, versuchen wir das zu generalisieren und auch irgendwie so ein bisschen das in die Anwendung zu bringen. Das Untersuchungsgebiet von Toporaz war, wie gesagt, der Hauptmarkt von Nürnberg. Wir haben hier so eine kleine Ausbuchtung wegen der Synagoge, die hier noch stand. Und wir hatten vier Partner, neben der Universität Greifswald, Professor Weiland, dann eben die Universität zu Köln, die Abteilung Architekturgeschichte, Norbert Nussbaum, dann Marc Grellert von der Technischen Universität Darmstadt, Fachgebiet Digitales Gestalten für die 3D-Rekonstruktionen. Und eben wir FIZ Karlsruhe für den technischen Aufbau der Forschungsumgebung. Wir hatten noch assoziierte Partner, muss ich jetzt nicht alle vorlesen, aber natürlich ganz prominent sind die Archive und Museen der Stadt Nürnberg hier zu nennen. Und jetzt sieht man hier mal so einen Screenshot von Toporaz, und was man vor allen Dingen erkennt, es sieht visuell, macht es nicht viel her. Na, wir haben uns hier sehr bewusst auf so eine Graustufendarstellung beschränkt, weil wir oftmals einfach nicht wissen, wie die Farben waren. Ja, wir wissen nicht über die wirklich farbliche Gestaltung der Fassaden und so weiter. Und wir haben beschlossen, dass wir dann eher zurückhaltend sind. Uns ging es auch mehr um Stadträumlichkeit und vor allen Dingen um die Verknüpfung all dieser rekonstruierten Gebäude oder Bauwerke mit den Archivalien, mit den Urkunden, die uns zu diesen Rekonstruktionen geführt haben. Wir haben jetzt für Transrats das Untersuchungsgebiet komplett ausgeweitet. Also hier ist der Hauptmarkt zu sehen. Das ist das alte Untersuchungsgebiet. Jetzt haben wir es wirklich auf die gesamte Altstadt in der sogenannten zweiten Stadtumwallung ausgedehnt. Also von circa 200 Gebäuden auf jetzt über 3700. Wir haben uns jetzt fokussiert, es ist nur noch Universität Greifswald und FIZ Karlsruhe da. Wir haben immer noch die großen Museen, Archive in Nürnberg dabei. Wir haben jetzt auch noch einen Partner dabei, der tatsächlich dieses nutzt hier, einen kommerziellen Partner, unsere Modelle, um virtuelle Stadtführungen damit zu entwickeln, Blickwinkeltour. Und so sieht jetzt das Modell deutlich größer aus, aber man sieht auch, es ist stark vereinfacht. Also während man hier rund um den Hauptmarkt noch recht detaillierte Gebäude findet, ist außenrum momentan weitgehend Blockwerk. Das liegt auch einfach daran, dass wir noch mitten in der Arbeit sind. Und ich werde dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was auch die Herausforderungen bei der 3D-Modellierung sind. Zuallererst aber, wie gesagt, wir modellieren nicht einfach drauf los, sondern es geht darum, dass wir Quellen finden, die zum Glück in Nürnberg sehr reichhaltig sind. Das sind vor allen Dingen jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus der Universität Greifswald, die hier
weitgehend vor Ort inzwischen in Nürnberg in den Archiven arbeiten. Es gibt wirklich umfangreiches Material. Allein das Stadtarchiv hat 18 laufende Kilometer an Archivgut zur Geschichte der Stadt Nürnberg. Dazu kommt das Staatsarchiv Nürnberg, da kommen nochmal 2 Kilometer dazu. Dann hat das GNM eben noch weitere sehr interessante Bestände. Und es gibt auch noch weitere Archive rund um Nürnberg, wo man sehr relevante Schriftquellen findet. Und natürlich gibt es dann auch, sind noch ein paar hier einfach mal aufgezeigt, gibt es reichhaltige Bildquellen, die natürlich für uns auch noch sehr wichtig sind für die Rekonstruktion der Gebäude. Auch Innenausstattungen und vor allen Dingen auch die Innenhöfe sind also auch zum Glück fotografisch erhalten geblieben, wenn sie auch physisch tatsächlich weitgehend zerstört sind. Genau, das war sozusagen, das ist die eine Quelle. Die zweite Quelle für unsere Rekonstruktion sind historische Stadtpläne. Das war vor allem die Aufgabe der Universität zu Köln, hier die geeigneten Pläne zu finden und dann sie vorzubereiten für die Nutzung in Toporatz. Und das war insbesondere dann der Prozess, hier sind ein paar Karten gezeigt, sie räumlich zu kalibrieren. Die sind ja zum Teil dann auf alten Papieren verzerrt durch Luft, Feuchtigkeit, sind die nicht mehr maßgerecht. Und dann muss man sie eben verknüpfen und letztendlich die Karten dann auch so aufbereiten, dass man sie im Browser darstellen kann. Irgendwie habe ich das leise Gefühl, hier fehlt was. Genau. Also wir müssen die Karten georeferenzieren, wir müssen eindeutige IDs zuweisen und wir müssen sie dann kacheln für die Darstellung im Browser, für die effiziente. Und das beginnt mit dem Scan, dann erfolgt eben die Entzerrung, das Verbinden der einzelnen gescannten Elemente und und dann eben die Transformation, Georeferenzierung und so weiter. Und am Ende haben wir dann entzerrte Karten, die dann im nächsten Schritt vektorisiert werden. Das heißt, hier wird dann immer die Geometrie quasi nachgezeichnet und damit haben wir dann die Umrisse von Teilbauten. Also hier jetzt ein Vorderhaus. Und man sieht hier aber auch, hier gibt es noch ein Hinterhaus und noch ein Nebengebäude und so weiter. Die Herausforderung ist dann immer zu gucken, zu welchem Anwesen gehört wohl dieser Block? Ja, also das sind dann nicht immer triviale Entscheidungen. Das sind auch manchmal Entscheidungen, wo wir dann nach 2, 3 Jahren merken, gehört doch zum anderen Anwesen. Also das sind so die Herausforderungen. Wir haben das dann hier in der Datenbank erfasst. Und angereichert mit Adressen, internen IDs und dann auch Schraffuren. Und das war der Ausgangspunkt für die 3D-Modellierung. Wenn wir dann sozusagen diese Vektorumrisse hatten, konnten wir wissen, was sind die Gebäudeumrisse und mussten jetzt sozusagen darauf nur noch in Anführungszeichen das eigentliche Gebäude setzen oder das eigentliche Bauwerk. Das war die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen in Darmstadt. Und wir haben zuerst so eine studentische Bauaufnahme gefunden aus den 30er Jahren, die sehr umfassend eigentlich für die ganze Altstadt von Nürnberg vorlag. Und das war für uns eigentlich eine tolle Sache, eine Quelle, sogar so ein bisschen texturiert. Und da haben wir dann sehr schnell erste Modelle draus gebaut. Dann aber festgestellt, was soll ich sagen? So wirklich, wirklich exakt haben sie nicht gearbeitet. Also wenn man hier jetzt mal das Foto entzerrt über die Bauaufnahme legt, ja, dann sieht man ja, also die Qualität ist, sagen wir mal, optimierungsfähig. Ja. Und dann mussten wir also diese Herangehensweise leider verwerfen, weil doch die Abweichungen zum Teil also wirklich im Meterbereich lagen. Und entsprechend haben wir dann versucht anhand von Fotos das zu machen, sind also die ganzen Bauakten durchgegangen, haben dann solche Pläne gefunden, die natürlich auch ganz toll sind. Nur wenn man dann das vergleicht mit dem Foto,
stellt man fest, tja, nicht jeder Plan wurde auch umgesetzt. Das heißt, auch da musste man jetzt immer wieder historisch überlegen, ist das so jemals gebaut worden oder war das nur eine Idee und dann kam aber was ganz anderes in die Umsetzung oder wurde überhaupt nie gebaut. Also auch das ist eine Herausforderung dabei. Und dann, je weiter man in der Zeit zurückgeht, und das ist etwas, was ich vielleicht noch etwas ergänzen sollte, wir haben in Toporatz den Anspruch, wenigstens 4 Zeitebenen zu modellieren. Die heutige Zeit, das ist jetzt 2016, also so ganz heutig ist es auch nicht mehr, dann 1910, 1811 und dann eben als größte Herausforderung 1620. Und das ist unsere hauptsächliche Quelle, das sogenannte Braunsche Prospekt. Aber da sieht man natürlich auch, das ist eine sehr unzulängliche Quelle für eine korrekte Rekonstruktion der Gebäude. Hier sieht man nochmal so einen Detailausschnitt und da sieht man schon, das ist sehr, sehr wenig detailliert. Wahrscheinlich noch deutlich ungenauer als die Bauaufnahme der Studenten und Studentinnen aus den 30er Jahren. Gut, was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, wir müssen für die Rekonstruktion der Gebäude einfach anhand der unterschiedlichen Quellenlage die Möglichkeit haben von sehr ungewiss, also wir wissen nicht mal so genau, wie hoch die Gebäude sind, bis zu sehr detailliert unterschiedliche Levels of Detail zu entwickeln und dann auch in den Gebäudemodellen sehr klar zu vermitteln, was sozusagen unser Wissen hergibt und wo wir dann auch kein Wissen mehr haben. Und anstatt zu spekulieren, versuchen wir dann eher, das eben visuell darzustellen, wo uns Wissen fehlt. Jetzt, wie gesagt, in Transrats haben wir den Anwuchs von ca. 200 Bauwerken auf etwas mehr als 3.700. Und was wir hier gemacht haben, ist tatsächlich den kompletten Stadtplan zu vektorisieren, wie ich das vorhin geschildert habe, und dann aber zu einer automatischen Erzeugung der Gebäudemodelle zu kommen. Und dazu haben wir einen Editor gebaut. Man kann jetzt hier also in Toporatz, in der virtuellen Forschungsumgebung, jedes einzelne Anwesen anklicken, dort Gebäudegrenzen markieren. Also auch wenn es in den Karten nicht korrekt dargestellt war, können wir die dann anhand von Forschung in den Archiven korrigieren oder anhand von Fotos. Das heißt, in einem ersten Schritt haben wir große Fotobestände in Toporatz eingespielt, automatisch über ein Matching der Adressen den einzelnen Anwesen zugeordnet. Hinterher hatten wir dann eine visuelle Darstellung hier, welche Gebäude mit Fotos in irgendeiner Form belegt sind. Und jetzt konnten die Kollegen aus Greifswald anfangen, anhand dieser Fotos so Metadaten zu den Gebäuden zu hinterlegen. Also zum Beispiel zu sagen, die Anzahl der Geschosse auszuwählen oder die Ausrichtung, ist es giebelständig oder traufständig zur Straße hin. Dann auch, sind es besonders hohe oder besonders niedrige Geschosse oder sind es irgendwelche normalen Geschosse? Kann die Dachform auswählen. Man kann die Steilheit des Dachs noch machen. Dann geht es noch weiter. Also man kann dann tatsächlich sowas wie Körlein, also quasi Erker, noch mit angeben und in der Fassade verorten und auch Dachgauben mit angeben, um einfach so ein gewisses Gefühl von Stadträumlichkeit zu entwickeln, auch wenn diese Gebäudemodelle dann keine exakten Rekonstruktionen sind, sondern eher so eine Idee wiedergeben, also so, dass man den Stadtraum erkennen kann. Denn die Gebäude werden nach wie vor automatisch, algorithmisch dann aus diesen Metadaten heraus erzeugt. Bisher berücksichtigen wir allerdings nur die Anzahl der Geschosse und die Geschosshöhe. Und alles andere steht noch aus für uns zu implementieren. Das ist nicht so einfach, gerade mit den Dachformen, weil die Gebäude halt nicht einfach rechteckig sind, sondern weil die zum Teil doch sehr komplexe Geometrien haben. Gut. Dann würde ich hiermit erstmal das Thema Gebäudemodelle und 3D-Modellierung beenden und zum Datenmodell kommen. Das Datenmodell besteht primär aus 4 Entitäten.
Das Wichtigste ist ganz offensichtlich das Bauwerk. Davon gehen wir aus. Und wir versuchen alles, was ich wie schon erzählt habe, zu belegen. Alle unsere Entscheidungen, alle unsere Aussagen, die wir in Toporatz treffen. Und das tun wir über Dokumente. Also Dokumente sind jetzt zum Beispiel, können Bilder sein, es können Texte sein, alles Mögliche. Und wir verknüpfen dann Bauwerke zu Dokumenten über Ereignisse. Also wir können zum Beispiel sagen, das Gebäude ist errichtet worden oder das Gebäude ist zerstört worden oder das Gebäude ist verkauft worden. Das sind alles Ereignisse, die wir dann über entsprechende Dokumente, über Urkunden belegen, um zum Beispiel zu sagen, wieso kommen wir zu so einer Datierung von dem Gebäude. Und dann können wir auch Personen jetzt noch mit einbeziehen. Also wenn wir ein Ereignis haben, sind meistens Personen beteiligt. Ja? Also jemand kauft ein Gebäude, dann hat man einen Käufer, dann hat man einen Verkäufer, aber man hat natürlich auch vielleicht Personen, die das bezeugt haben, den Kauf. Insofern kommen wir dann zu einer etwas komplexeren, zum etwas komplexeren Datenmodell. Ich gehe erst einmal auf die Bauwerke zurück. Wir haben hier eine Besonderheit von Nürnberg: Wir haben sozusagen die ganze Stadt, das ist klar, der ganze Stadtraum. Dann ist Nürnberg durch die Pegnitz in zwei Teile geteilt, die nach den jeweiligen Pfarreien dann die Sebalder und die Lorenzer Seite heißen. Und dann gibt es Stadtviertel, das ist nichts Ungewöhnliches. Dann haben wir Blöcke eingeführt, also zum Beispiel Gebäudeblöcke, aber auch jede Straße, jeder Platz ist bei uns ein Block, auf dem dann Bauwerke zusammengefasst sind. Also einen Gebäudeblock kann man sich gut vorstellen, sind halt alle Gebäude, die um einen Block herum auf einem Block stehen. Wenn man sich sowas wie den Hauptmarkt anschaut, da hat man dann halt zum Beispiel die Brunnen als Bauwerke innerhalb des Blocks. Dann gibt es Teilbauwerke, also zum Beispiel Vorderhaus, Hinterhaus, Nebenhaus, ein Brunnen im Garten, solche Dinge. Und die kann man dann noch weiter runterbrechen in eine Gebäudetypologie, in Fassaden, in Dächer, in Ebenen, also Stockwerke. Und theoretisch kann man dieses Modell noch weiterführen, Räume innerhalb der Ebenen definieren, dann innerhalb des Raums Ausstattungen, Raumelemente angeben. Und alle diese Dinge sind georeferenziert. Ja, also wir können dann auch immer sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt war ein Ausstattungsgegenstand in diesem Bauwerk und ist dann irgendwann vielleicht ins Museum gewandert. Wir haben in Toporatz, also dem ersten Projekt, es bis zu dieser Ebene, Fassade, Dach, Ebene gebracht. Das andere haben wir nur angedacht. Jetzt bei Transrats, einfach aufgrund der Vielzahl der Gebäudemodelle, die wir hier zu modellieren haben, haben wir uns bis auf Teilbauwerk zurückgezogen. Wir haben auch noch nicht so ganz die Use Cases, wo wir wirklich auch, also das Interessante ist auch, dass man eben an all diesen Dingen auch Events dann festmachen kann. Ja, also dann auch sagen kann, hier an diesem Event oder in diesem Stockwerk ist irgendwas passiert. Nur da gibt tatsächlich die Quellenlage oftmals das nicht her. Also wir sind froh, wenn wir Events wirklich mit Adressen verknüpfen können. Es ist ganz selten, dass wir das an der Fassade zum Beispiel festmachen können. Da gibt es Beispiele für. Ich komme auch nachher, wenn ich noch die Zeit habe, nochmal bei einer Live-Demo da drauf. Aber da haben wir sozusagen unseren Anspruch jetzt erstmal etwas zurückgeschraubt. Aber von der Anlage des Systems her könnte man das jederzeit wieder, auch diese tieferen Ebenen, zurück in das System holen. Und jetzt sieht man es sozusagen nochmal visuell. Also man hat hier die ganze Stadt, dann hat man eben die Stadthälfte. Jetzt sieht man hier gehighlightet die Sebalder Seite, auf der anderen Seite die Lorenzer Seite. Dann gibt es das Stadtviertel, wie hier wäre jetzt das Milchmarktviertel. Und dann haben wir eben hier einen Gebäudeblock. Wie gesagt, ein anderer Block wäre jetzt hier der Hauptmarkt, ja, mit dem schönen Brunnen als ein Bauwerk da drauf. Dann sieht man hier nochmal einen kleinen Exkurs. Es gab eben mal eine Zeit, da stand hier tatsächlich, standen Markthallen drauf. Also in der Ebene von 1811 stehen hier Markthallen, die dann hinterher wieder verschwanden. Dafür kam dann der Neptunbrunnen noch dazu. Also da gibt es durchaus auch Bewegung bei den Bauwerken in so einem Block. Genau, dann haben wir hier ein Anwesen mit allen Gebäuden. Das ist also dann auch bei uns das Bauwerk.
und dann eben hier ein Teilbauwerk. Und wie gesagt, dann ging es noch weiter mit Fassade, mit Dach und dann den Geschossen. Für den Hauptmarkt ist es auch immer noch so modelliert. Und wie gesagt, wir haben dann eine Datenbankstruktur, die sich an dieser Struktur hier auch orientiert. Das Interessante ist, dass die Gebäudemodelle in sich diese Informationen mitbringen. Da gibt es eine gewisse Notation in den Gebäudemodellen. Die liegen alle als Collada-Dateien vor. Das ist ein XML-Format. Und wir können die Datenbankstruktur dann automatisch aus den Gebäudemodellen ableiten. Das heißt, wenn jemand ein Gebäudemodell fertig gebaut hat, also intellektuell rekonstruiert hat, lädt er das in Toporaz rein, das wird geparst und es entstehen gleich die Datenbankeinträge für diese ganzen Ebenen, Dach, Fassade, Gebäude, Teilbauten und so weiter. Und man kann dann anfangen, daran Dokumente zu verknüpfen, Events dran zu hängen und so weiter. Nochmal zum Ereignis. Das ist ein bisschen komplexer. Also wir haben hier eine Entität, das kann jetzt eine Person sein, das kann vor allen Dingen ein Gebäude sein, natürlich ein Bauwerk. Und dann haben wir Ereignisse, die über eine Quelle mit einem Dokument verknüpft sind. Mit der Quelle kann man sich so vorstellen, ich habe hier ein ganzes Buch und ich gebe hier sozusagen die Seitenzahl zum Beispiel an. Ja, also ich kann dann auch ein Dokument mehrfach als Quelle nutzen oder ein Bild mehrfach als Quelle nutzen. Und kann darüber dann eben ein Ereignis belegen, was dann wieder über spezielle Beziehungen mit einer Entität verbunden ist. Genau, wir haben dieses hier alles als SciDoc-CRM auch modelliert. Sagen wir mal, ich sollte es etwas vorsichtiger formulieren. Wir haben sozusagen die SciDoc-CRM-Notationen dazugeschrieben. Ja, also wir hatten hier sehr interessante Diskussionen, vor allem im Transrats-Projekt, als die Kollegen Tabea Tietz und Sascha Bruns dazugekommen sind, wie sinnvoll es ist, wirklich SciDoc-CRM hier zu verwenden. Ich glaube, ihr kommt dann nachher nochmal auch darauf zurück. Die Diskussion führen wir nach wie vor. Also wir sind hier noch nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, aber es gibt doch einen sehr starken Zweifel, ob SciDoc-CRM wirklich geeignet ist, diese sehr komplexen und dann auch irgendwann sehr zahlreichen Beziehungen effizient abbilden zu können und ob wir nicht besser auf andere Vokabulare zurückgreifen sollten. Ihr bremst mich ein, wenn ich völligen Unsinn erzähle, gell? Genau. Wie gesagt, das Gesamtmodell der Stadt besteht aus lauter Einzelmodellen, die können also jederzeit ausgetauscht werden und wir können die auch in verschiedenen Levels of Detail einstellen. Also wir haben jetzt auch eine Möglichkeit zu sagen, wir wollen ein etwas niedrig aufgelösteres Modell anzeigen und dann können wir aber auch ein hoch aufgelösteres Modell präsentieren, was dann einfach etwas längere Ladezeiten nach sich zieht. Das andere habe ich hier schon erzählt. Unser Ziel war aber auf jeden Fall, dass wir alles, was wir machen, einfach im Browser anzeigen können, dass wir also keine spezielle Software irgendwie zum Download anbieten müssen. Wir brauchen kein Unity oder irgend sowas. Es läuft alles im Browser, läuft alles über WebGL beziehungsweise über so eine JavaScript-Bibliothek 3JS. JS. Gut. So, dann hatte ich ein paar Wünsche mitgenommen, was denn vielleicht von besonderem Interesse ist. Und einer war Modellierung von Zeitangaben. Da haben wir vor allen Dingen die Kollegen aus Köln ziemlich viele Ideen entwickelt. Und die Herausforderung ist, wir haben oft unscharfe Datierungen. Ist jetzt für Historiker wahrscheinlich überhaupt keine Neuigkeit. Ne? Da gibt es so schöne Sachen so um 1530, vor irgendeiner Jahreszahl, nach einer Jahreszahl, Anfang des 19. Jahrhunderts, zwischen 1730 und 1750. Sind ja alles schöne Angaben, nur was bedeutet das konkret? Insbesondere für Informatiker, die, wenn sie das durchsuchbar machen wollen, brauchen sie einen diskreten Zeitabschnitt. Das heißt, wir brauchen irgendein definiertes Anfangs- und Enddatum für so eine unscharfe Zeitangabe. Was wir eher selten gefunden haben, sind tatsächlich konkrete Zeitangaben. Also es gibt sehr viel unscharfe oder fuzzy Daten. Und wir haben jetzt für sowas wie Anfang, Mitte und Ende
eine Festlegung getroffen. Und ich habe es jetzt einfach so übernommen, wie ich das jetzt in unserer Dokumentation gefunden habe. Tatsächlich, als ich das hier überführt habe, habe ich mir auch gewisse Fragen gestellt. Die können mir gerne am Ende nochmal gestellt werden. Ich kann jetzt schon ankündigen, ich habe keine gute Antwort darauf. Also wir haben jetzt gesagt, wenn man sagt, Beginn eines Jahres, dann sind es die ersten 2 Monate. Mitte eines Jahres sind es 2 Monate. Ende eines Jahres sind es auch 2 Monate. Also da wäre jetzt meine Frage, wieso decken wir damit eigentlich nicht das ganze Jahr ab? Ja, aber dann kann man sagen, ja gut, es gibt sowas wie das erste Drittel, das zweite Drittel, das dritte Drittel, da hätte man es dann abgedeckt. Und genauso geht es bei der Dekade. Interessanterweise haben wir dann beim Jahrhundert eine etwas andere Regelung gefunden, wo wir sagen, es sind nicht die ersten 10 Jahre, sondern es sind jetzt hier tatsächlich die ersten 15 Jahre. Aber in der Mitte sind es dann doch nur 10 Jahre. Ich weiß nicht, wieso wir das so entschieden haben. Darüber kann man sicher diskutieren, ob es hier in der Mitte nicht auch 15 Jahre sein sollte oder auch der Anfang und das Ende 10 Jahre. Ich bin gespannt, ob da, also da wäre ich auch tatsächlich interessant, ob sich andere Leute über solche Spannen sozusagen mal Gedanken gemacht haben, wie man sowas modellieren kann, um dann tatsächlich eine solche unscharfe Angabe in konkrete Zeitspannen umzusetzen. Und dann haben wir bei wirklich unscharfen Daten, also sowas wie um 1500 oder vor 1650 oder so, haben wir dann tatsächlich so eine, sagen wir mal, abnehmende Unschärfe eingesetzt. Das heißt, wir haben gesagt, alles, was sozusagen bis zum Jahr 1000 ist, da sind wahrscheinlich diese unscharfen Angaben tatsächlich sehr unscharf. Und wir haben gesagt, wir geben sozusagen jeweils plus minus 100 Jahre für unsere Indexierung der Zeiten mit dazu. Das heißt, wenn ich also 999 angebe, wäre es tatsächlich von 799 bis 1199, was wir dann indexieren. Und dann entsprechend nimmt diese Unschärfe immer weiter ab, bis dann zur heutigen Zeit, wo wir dann nur noch mit 2 Jahren tatsächlich als Unschärfe agieren. Gut, dann war ein weiterer Punkt Citizen Science. Und ich glaube, die konkrete Modellierung habt ihr nochmal hinterher bei euch von den Zeiten, aber weiß ich nicht. Ich habe eure Folien leider nur überflogen. Citizen Science ist ein anderer Punkt, den wir noch mit drin haben in unserem Projekt. Also wir sehen einfach auch, wir haben nicht für alle Gebäude zum Beispiel Fotos oder Zeichnungen oder irgend sowas. Und unsere Hoffnung ist, dass in den privaten Fotokisten der Bewohner von Nürnberg sich da tatsächlich noch so einiges findet. Und deswegen ist eine Idee hier, also Toporatz zu öffnen und den Leuten tatsächlich die Möglichkeit zu geben, eigene Daten hier mit einzugeben. Wir sehen da relativ hohe rechtliche Hürden. Also da sind wir jetzt sozusagen noch mit unseren Juristen am Überlegen, wie wir sowas so gestalten können, dass die Leute nicht mit einem Fuß schon im Gefängnis stehen, ja, irgendwelche Persönlichkeitsrechte irgendwie missachten, weil sie da Leute auch abgebildet sind und die nicht drauf achten oder Leute Fotos hochladen, deren Urheber sie nicht sind oder all diese Dinge, die man da beachten muss. Und dass wir das irgendwie in einen möglichst einfachen Wizard sozusagen überführen können, wenn man so durch so einen geführten Dialog dann dazu kommt, zu entscheiden, ob man das wirklich hochladen mag oder nicht. Eine zweite Idee ist, OCR-Ergebnisse korrigieren zu lassen. Also wir haben jetzt in dem neuen Projekt Transrats nicht nur das Problem, die Gebäudemodelle alle nicht mehr intellektuell erstellen zu können, sondern wir müssen eben auch eine Lösung finden, um sowas wie Bewohner oder Besitzer automatisiert zuordnen zu können. Da arbeiten die Kollegen daran, eben Adressbücher per OCR automatisch zu interpretieren und daraus dann diese Daten in den Knowledge-Graphen zu übernehmen. Dabei, also das kommt aber, glaube ich, bei euch dann noch, dass also Adressbücher zu OCR ist nicht trivial, weil man da halt keine ganzen Sätze hat. Das sind Namen, da funktionieren Wörterbücher nicht gut. Es sind obskure Abkürzungen. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und sowas überlegen wir eben, ob wir hier auch einfach Leute dazu motivieren können, uns dabei zu unterstützen.
Perspektivisch wäre es auch denkbar, sogar ganze Dokumente transkribieren zu lassen. Also gerade wenn man bei Adressbüchern weiter zurückgeht und die gar nicht mehr gedruckt sind oder wirklich in kaum noch mit OCR zu entziffernden Schriften. Gut, und dann ist eben die Idee, dass man dann tatsächlich, wenn man irgendwo auf der Karte ist, hier sich so ein Gebäude anklickt, dass man dann auch direkt die Möglichkeit hat, auch hier auf so einen Mitmachen-Button zu klicken und dann eben hier Daten hochzuladen. Gut, und damit würde ich jetzt einfach an die Kolleginnen abgeben und ich würde mal kurz meine Freigabe stoppen. Ja, vielen Dank. Ich share dann den Screen. Okay. Geht das? Okay, dann Tabea, bitteschön. Ja, vielen Dank. Und jetzt würden wir gerne ein bisschen über die Transrans-Ontologien reden, die wir eben für das Projekt entwickelt haben und auch über den Knowledge Graphen. Und nächste Folie bitte, genau. Also, was wir versuchen im Transrans-Projekt ist, einen Knowledge Graph zu entwickeln, der eben dazu dient, Architekturobjekte, also Häuser, Gebäude, Brücken, Plätze, alles Mögliche mit Personen, Organisationen und auch Ereignissen zu verknüpfen, die eben dort in einer bestimmten Zeit gelebt oder bestanden haben. Und dazu zählen dann eben auch historische Berufe, Familien, Beziehungen, kreative Werke, aber auch technologische Fortschritte, historische Ereignisse und so weiter. Nächste Folie bitte. Und ich würde kurz ein bisschen auf die Datenquellen eingehen, die wir dafür nutzen. Das sind sehr wichtig, zum einen die Nürnberger Adressbücher, die bestehen seit 1792 und wie man hier rot gehighlightet auch sieht, sehen wir hier ein Beispiel und da sehen wir auch, dass es gar nicht so einfach ist, auch für die OCR. Wir haben hier drei Spalten, wir haben Frakturschrift und wir haben viele Informationen dazwischen, auch zum Beispiel fettgedruckte Inhalte, die auch eine Bedeutung haben, aber die sind eben sehr wichtig für uns, weil wir da viele Informationen rausziehen können für wie Berufe, Firmen, Familienbeziehungen auch. Man sieht hier auch an dem kleinen Symbol, dass es man sehen kann, auch wer ein Telefon hatte zum Beispiel, was die OCR dann leider nicht so gut für uns erkennen kann. Und als nächstes haben wir dann noch Nürnberger Künstlerlexikon, die vom 12. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts bestehen. Das heißt auch eine sehr große Zeitspanne. Dann die Häuserbücher der Nürnberger 12 Brüderstiftungen, auch nicht so eine einfache Quelle, wie man hier sieht. Die Mitteilung des Vereins für der Geschichte der Stadt Nürnberg. Und hier sieht man, dass auch sehr viel Fließtext und sehr viele Informationen. Und hier ist eben auch wichtige Entitäten wie Personen und Orte und auch deren Beziehungen zueinander zu extrahieren. Und zum Schluss dann noch die Nürnberger Altstadtberichte. Also das sind so ist ein Teil der Quellen, mit denen wir uns hier für die semantische Anreicherung beschäftigen. Und als nächstes, genau, unsere Ziele sind eben die semantische Repräsentation der Daten, die aus diesen eben genannten historischen Ressourcen, aber auch aus der bereits existierenden relationalen Datenbank aus dem Vorgängerprojekt Toporatz extrahiert wurden, zu schaffen. Wir wollen es schaffen, eine Forschungsumgebung zu schaffen, die natürlich wissenschaftlich korrekt und intuitive Forschung erlaubt, von Nürnberg. Und das stellt uns natürlich auch vor Modellierungsherausforderungen und Herausforderungen in der automatisierten Extraktion von Informationen. Und wir wollen natürlich auch das Leben repräsentieren, wie es im historischen Nürnberg stattgefunden hat und das im Kontext von Personen, Organisationen, Architektur, aber auch Ereignissen. Eine Projektanforderung, die wir hatten, war auf jeden Fall, wie Matthias auch schon erwähnt hat, ein CyDoc-CRM-basierter Datenexport. Das bedeutet, dass wir hier das bestehende relationale Datenbankmodell auch gemappt haben mit CyDoc. Und das ist natürlich für die Community sehr wichtig und das erlaubt auch eine gute Interoperabilität, vor allem mit der
Cultural Heritage Domäne insgesamt, aber CIDOC ist eben auch sehr komplex und sehr viel und erschwert eben auch eine effiziente und intuitive Abfrage der Daten. Und was wir vorhaben im Projektverlauf, ist ein Spark Endpoint zu veröffentlichen, in dem auch ja zumindest teilweise alternative Modellierungen dann realisiert werden, zum Beispiel für die Annotationen der Validität temporärer Daten könnten wir dann zum Beispiel auf ADF Star zugreifen. Und da sind wir jetzt dabei, das ist eben noch Work in Progress, zu schauen, was hier die optimalen Lösungen sind. Genau, und als nächstes kommen wir zur Modellierung und wie wir an die Modellierung herangegangen sind und was bis jetzt dabei herausgekommen ist, darauf wird jetzt Sanin. Jo, vielen Dank, dann übernehme ich das und genau, das war auch, glaube ich, das ist auch interessant zu wissen, wie wir das gemacht haben und was haben wir im Moment und was haben wir mit diesen Daten gemacht. Das, was wir im Moment haben, wir haben auch ein Transrats-Datenmodell entwickelt. Was ist das? Transrats-Datenmodell, das besteht aus mehrere Ontologien, die wir für Repräsentation, für semantische Repräsentation der Daten benutzt haben und wie wir das entwickelt haben. Also als erste haben wir ein Bottom-up-Modeling. Das bedeutet, wir haben alle unsere Ressourcen, auch historischen Quellen ganz genau angeschaut und haben gesehen, welche Daten wir haben, was für Klassen brauchen wir. Ja? Also wir sind von konkreten Daten zum Abstraktmodell gegangen. Und wir haben uns für auch modulares Vorgehen entschieden. Das bedeutet, wir haben nicht so eine ganze Datenmodell oder eine Ontologie für alle unsere Daten gefunden, sondern wir haben das für 4 Bausteine, die Matthias auch schon genannt hat, und das werde ich auch später detaillierter zeigen, haben wir 4 Module gemacht und die 4 Module definiert und dann separat und aber mit in Zusammenhang miteinander modelliert. Als erster Schritt vor der Modellierung war die Definition der Modellierungsanforderungen für jeden Baustein. Ja, wir haben mit unseren Domänexperten, mit unseren Historiker und die auch Users sind, wir haben mit denen gesprochen und haben auch Forschungs- oder Kompetenzfragen von denen bekommen, ja, was interessiert sich, was möchten sie dann wissen, ja, wie soll diese Datenmodell funktionieren, und das haben wir für jeden Baustein definiert und auch für das Modell generisch, für zum Beispiel Mannheim haben die nach temporäre Änderungen gefragt, ja, wie hat sich die Stadt Nürnberg geändert oder in welche wie hat sich die Stadt entwickelt, wie sind die Menschen umgezogen und so weiter. Und dann, als wir diese Modellierungsanforderungen hatten, haben wir die existierenden Ontologien anhand dieser Anforderungen evaluiert. Ja, wir haben geguckt, okay, wir brauchen Zeitmodellierung. Welche Ontologien oder welche Vokabulare erlauben das? Ist es uns genug oder brauchen wir was weiter? Und das ist auch, was daraus gekommen. Also wie gesagt, wir haben 4 Bausteine, die unser Datenmodell bauen. Und das sind Architekturobjekte, Gebäude, Häuser, auch Straßen und Brücken und so weiter. Es gibt Agenten, also historische Personen, historische Organisationen, die in Nürnberg gelebt, gearbeitet haben oder was mit Nürnberg zu tun hatten. Es gibt Events. Als Events oder Ereignisse meinen wir auch historische Ereignisse, unterschiedliche Feste, Konzerte und so weiter, und als auch die zeitliche Ereignisse, wie was Matthias zum Beispiel auch schon erwähnt hat, wie das Ereignis von Abbau des Gebäudes oder
sowas. Und wir haben diese historischen Dokumenten oder historische Werke, die wir, ja, wir haben diese Quellen, die wir auch als Provenienz benutzen, ja, für unsere, alle unsere Fakten, aber historische Dokumenten sind auch in diesem Datenmodell semantisch repräsentiert, ja, in welche Hierarchie zum Beispiel sie stehen und so weiter. Genau, hier sieht man auch, welche Ontologien wir für jeden Baustein benutzt haben. Und hier sieht man, dass wir zum Beispiel für Architekturobjekten und Ereignisse uns ganz stark auf Pseudo-CRM orientiert haben und das ganz viele von Pseudo-CRM dann benutzt haben. Wir haben auch überall eine Transrationsontologie, das, was manche Klassen oder Properties haben wir auch selbst definiert oder das zeige ich auch später. Oder zum Beispiel hier gibt es auch Ontologie All Time, da wo wir über zeitliche Intervalle oder zeitliche Instanzen reden. Das haben wir mit All Time dann gemacht. Und genau für Agenten haben wir FOV und die Wikipedia Ontology benutzt und für historische Dokumenten. Für Repräsentation haben wir diese bibliografische Ontologie Fabio und Digital Terms benutzt und zum Provenienz Web Annotation Ontology, das einfach zu zeigen, woher diese Fakten kommen oder woher diese Informationen kommen. Und genau, also das ist die Modell, kann man auch online anschauen. Da gibt es auch eine Dokumentation mit Beispiele, das kann man auch dann anschauen, klicken, das gibt es auch online und schauen, wie es genau ist. Ich würde dann ganz kurz einfach zeigen auf Architekturobjekten Beispiel und Bausteinbeispiel und auch Personenbausteinschreiben, was wir ja gemeint haben. Also hier sieht man Architekturobjekte, so also eine Beispielmodellierung von Architekturobjekten, Klassen und Unterklassen. Wir haben hier Pseudo-Klassen, die sind orange, und Transrats von uns selbst definierte Klasse. Und hier sieht man, was wir gemacht haben. Wir haben Pseudo-CRM als Core-Ontologie, als obere Ontologie benutzt und dann mit unseren Klassen wie Straße und Building wie Gebäude, Teilbuilding als Unterklasse angelegt. Und das heißt, dass wir jetzt, ja, wir haben die Pseudo-CRM-Ontologie dann erweitert. Und dasselbe haben wir zum Beispiel für Pseudo-Klasse Type gemacht. Wir haben Building Part Time oder Gebäudefunktion oder Gebäudetyp. Das ist alles aber einfach ein Pseudo-Typ. Wir haben die zeitliche Änderung durch Pseudo-Events gemacht, zum Beispiel Production und die Modification, das ist nur ein Beispiel, das ist nicht alles, natürlich gibt es auch mehrere, aber hier damit kann man sehen, ja, dass wann bei wem und wo ein Gebäude gebaut wurde oder wann von wem und wo ein Gebäude modifiziert und wie modifiziert wurde. Genau diese zeitliche Änderung, das durch Events gemacht. Wenn wir zu Agenten kommen, das ist auch, das ist ein Baustein, Agenten, und wir sehen hier ja, als ganz wichtig wäre uns diese Modellierung der sozialen Netzwerke, der historischen Personen. Das haben wir mit FOV-Ontologie und DBO-Ontologien gemacht. Ja, jetzt können wir sehen, okay, wie wurden die Personen verwandt und ob sie einander kennen überhaupt und so weiter. Auch die zeitliche Änderung, zum Beispiel Adressenänderung, wenn die Person umgezogen ist, konnten wir teilweise mit Pseudo-Events repräsentieren, wie zum Beispiel hier Move. Wir haben die Personen und wir sehen, dass die Personen in welchem Wien zu in welchem anderen Building oder Adresse umgezogen ist. Und genau, und hier sieht man auch die Verknüpfung der Agenten mit Architekturobjekten. Natürlich sind alle Bausteine miteinander verknüpft und hier sehen wir, wo genau. Ja, wir haben jedes Gebäude hat eine Adresse und eine Person hat auch eine Adresse. Und deswegen so können wir das auch verknüpfen. Genau, wie gesagt, das ist natürlich auch Work in Progress und
wir arbeiten daran, das auch weiter zu modellieren, dass es auch intuitiv ist und dass es einfach abzufragen ist. Und unser Ziel danach, dass dieses Datenmodell erlaubt uns, die Daten, die wir in historischen Quellen und auch in Toporats Datenmodell zu explorieren und auch zu erforschen. Und das sind die Beispielfragen, die wir damit antworten möchten, wie zum Beispiel, wo und wie lebten die Vorfahren oder wo gestaltete sich die Nachbarstadt? Wo waren die Industrien oder wo haben die reichere Familien gewohnt? Welche Gebäude wurden zerstört und wiedererrichtet? Und natürlich ganz wichtig für Historiker ist zu wissen, woher kommen die Informationen? Ja, und welche historischen Dokumente sind für diese Personen oder Gebäude verfügbar? Und genau das ist unser dann Endziel. Genau, das wäre dann das von unserer Seite und wir freuen uns auf Diskussionen und auch detaillierter da reinzugehen.